so kann weitergehen. Was ist die Karte? Ich kann nicht so weit in die Tiefe springen. Holen Sie die zweite Hälfte des Herzens ohne mich. Ich gehe zurück und besorge ein Seil. Alles klar, Doc. Im Namen der Wissenschaft. Quatermain, gehen wir. Sagt Uch. Guck mal, die kann nix. Nehmen Sie sich mal ein Beispiel an der, Herr Hagen. So, Point of No Return. Wir sollten die erste Hälfte bei Dr. Hagen lassen. Wer weiß, was passiert, wenn wir sie in die Nähe der anderen Hälfte bringen. Sagst du jetzt? Was soll denn passieren? Die müssen doch zusammen, oder nicht? Oder... Katze? Scheiße. Was? Nein, Taschenlampe. Oh. Kannst du mal eben kurz die bitte aufhalten? So viele Mumien hier unten. Die kommen inzwischen auch schon gefährlich nahe. Die sind richtig fix geworden. Moment, ich traue dem Braten nicht. Ganz schön viele. Wir können die auch mit der Taschenlampe ein bisschen in Schach halten, auf jeden Fall. So, die... Da ist noch eine. Dich habe ich gesehen. Kann ich nachladen, ist das sicher? Ich nehme mal die Knarre. Obwohl, ich bleibe lieber beim Gewehr. Die Knarre sieht munitionstechnisch echt beschissen aus. Aha. Oh. Wir haben auch noch Mumien hier hinten irgendwo, oder? Die Musik ist ja noch voll am Laufen. Okay. So, den Schatz habe ich. Kommst du wieder runter? Nein. Oh, Alter. Wackelt hier alles? Hier unten ist, glaube ich, nichts, oder? Oh. Wo kommst du denn her? Alter, sind das viele. Oh, 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 oh. Uah. Noch mehr? Ich finde das cool, dass sie auch so an den Wänden lang kriegen, obwohl das jetzt eigentlich Mumien untypisch ist. Bei die Mumie konnten sie es auch, oder? Der ist ja noch da. Oh, denn... Wie weit sind die denn hier gekommen? Was ist das? Hier ist auf jeden Fall wieder ein Rätsel. Na Junge, das war aber auch offensichtlich, ne?
pass auf, ich soll nicht so eine große Klappe haben, sonst renne ich da auch noch rein. Okay, uns geht die Muni aus. Da oben steht noch so ein Geselle. Mist. Jetzt geht die Muni noch schneller aus, wenn ich immer daneben schieße hier. Aber jetzt glaube ich... Ja, ganz easy peasy kommt sie auch da lang. Nee. Da muss man schon doof sein, da reinzulaufen, glaube ich. Oh. Es wird ein Schatz angezeigt. Und zwar... Hier? Ne, irgendwo... Über uns? Oder unter uns? Auf die Dinger kann man draufballern. Ah. Die nehme ich mal mit. Die hat mehr Muni. Ach, hier hätte man die Fallen auslösen können. Na, zumindest die Falle. Da ist der Schatz. Wie kommt man denn... Oh Gott, der Kater legt los. Komm, da komme ich durch, oder? Na. Muss ich jetzt hier ganz wieder rumlaufen? Komme ich da durch? Da komme ich durch. War nicht so rennen. Hier könnten auch Fallen sein. Sisse. Wie gemein. Gemein einfach. Okay, das sieht jetzt aber gut aus. Die zwei da unten haben wir. Und jetzt können wir weitergehen. Und ich glaube, wir müssen da oben lang, ne? Das war mit hier oben, meine ich, genau da. Ah, ich nehme mal die Wumme. Jetzt geht nämlich die Munition aus fürs Gewehr. Schade, schade. Aber so viel Mumien, warum ist er tot? Warum bist du... Was war das? Hast du eine Idee? Ah, ich habe eine Idee. Moment, ich muss mal eben kurz die Tür zumachen, sonst hört man den Kater die ganze Zeit. Bis gleich. Moment, Moment, ich beeil mich. So, hat man vielleicht gehört, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe. Kabel sortieren. Okay, weiter geht's. Ich sag dir, der spackt immer rum, wenn ihr aufnehmt. Der spackt eigentlich sowieso immer rum. Okay, kommst du mit auf die Platte? Ich glaube, die dreht sich. Bleibt sie jetzt drüben oder was? Ach nee, jetzt kommt sie wahrscheinlich. Okay. Geschenkt. Hier müsste aber noch einer sein. Kompass sagt nein. Karte sagt ja. Oh, hi. Hä?
Ach so, dann war das doch nicht der richtige Weg. Deswegen bist du auch draußen geblieben. Na gut, na gut, na gut. Ich traue dieser Falle immer noch nicht. Hier. Hier könnte es weitergehen, aber. Welche Richtung? Oder auch nicht. Und da oben. Da oben geht's weiter. Ich glaube, da geht's nicht weiter da hinten. Sondern eher wahrscheinlich hier oben. Das Notizbuch, okay. Ja. Das ist der Gang. Okay, ein Bild von diesem Gang. Artefakt abzulegen, na dann. Watermain. Hm? Was denn? Du wolltest es doch auch. Warum gehen die Türen immer wieder hinter einem zu? Na gut, es wurde gespeichert. Das heißt für mich jetzt hier wieder eine Aufnahmepause, weil ich möchte gleich noch einen Stream machen und da werde ich mich mal drauf vorbereiten. Und deswegen sage ich einfach jetzt ganz kurz und schnell und schmerzlos bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao! Hallihallo und herzlich willkommen zurück, beziehungsweise ihr hattet einen Schnitt. Ich habe vorher noch nachgeguckt. Das ändert aber nichts daran, dass ich eigentlich keinen Plan habe, was wir jetzt hier machen. Wir sind nach wie vor in der Arktis, haben diesen spektakulären Kampf mit diesen vielen Mumien hinter uns und werden uns jetzt mal langsam weiter durch diesen Tempel bewegen. Und dort hinten ist ein Tor. Ich glaube... Schädel, Hebel, hab's kapiert. Okay, dann mach du das mal allein. Schädel, Hebel... Wie machst du das mal allein? Ich habe bisher alles allein gemacht, also. Ah, Hebel. Oh. Ah. Was? Hä? Was ist denn? Was ist denn hier? Noch weiter nach rechts geht nicht, oder? Anscheinend nicht. Den können wir aber drücken. Dann gehen wir aber wieder zurück, oder? Was? Willst du wirklich keine Hilfe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schädel in die Vasen gehören. Die Schädel gehören... Ja, aber erstmal muss ich doch zu den Schädel... warte. Aha. Okay, diese Schädel müssen in die Vasen. Ich nehme schon mal die Taschenlampe, weil ich glaube, hier kommen doch bestimmt irgendwelche Mumien, oder? Woher sollten die kommen? Kann ich die... Nee. Okay, keine Mumien. Das ist schon mal angenehm. Hätte ich jetzt gedacht, aber naja. So, Numero Uno. Die andere Richtung. Gucken, wie weit es hier geht. Der haut nicht ganz hin, dann müssen wir den hier auch noch drücken. Das passt. Sieht es hier nach Mumien aus? Mumiengefahr? Akute Mumiengefahr? Ne, ich glaube nicht. Das ist Gold. Gold in der Wand? Gold? So, wieder ein Schädel. Kein Geballer diesmal, ist eigentlich auch ganz gut nach der Action eben. Siehst du? Gut aussehend und klug. Und so bescheiden. Ah.
Ja, mit lautem Getöse geht die Tür auf. Wir sind gut aussehend, wir sind klug, aber das wissen wir doch. Was zum... Noch eine Karte. Eine neue Karte. Bringt ihr uns auch ein neues Gebiet? Wahrscheinlich. Drücken, linke Maustaste. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, was es... wahrscheinlich aber so. Und dann nur irgendwie hier links und rechts. Oder auch nicht. Warte. Ach so, nee, das war jetzt gerade das Rätsel. Das haben wir sogar ohne... Oh, das ist die letzte Notizbuchseite. Was sagen denn die Schätze eigentlich? Alle gefunden, sauber. Dann können wir ja in Ruhe weitermachen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Stehst du das? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich ist es nicht so leicht, dass man einfach nur in eine Richtung drücken muss. Deswegen kippen wir den mal. Okay, das ist ein bisschen nervig, dieses Trial and Error hier. Aber hier gibt es auch überhaupt keinen Anhaltspunkt, wie wir die Karte jetzt ausrichten müssen. Hä? Es wird auf jeden Fall immer heller. Probier ich nochmal so. Nochmal aufs gleiche Muster hinaus zielend. Mal gucken. Das war es anscheinend nicht. Drehen wir mal zwei runter. So, und dann wieder rum. Aha. Ich erkenne da drin überhaupt nichts. Tut sich da überhaupt was? Oder resettet sich das einfach nur? Ach so, man hat nur ein paar Versuche Zeit. Ah. Die Dinger hier links und rechts werden immer weniger. Oder? Warte mal. Jo, das wird immer weniger. Man hat nur ein paar Versuche Zeit. Geben die Teile uns denn vielleicht auch Auskunft darüber, wie wir drehen müssen? So, jetzt ist es wieder voll. Wenn man jetzt mal sagt, nach oben, dann geht einer weg. Wenn ich jetzt wieder sage, nach unten, geht auch einer weg. Shit. Okay, das war ja jetzt dann ganz toll, dass ich die ganze Zeit hier rumgedreht habe. Kütter nichts bei rum hier. Was? Oh. Ah. Ah. Berge. Da waren doch Berge. Es muss noch ein Fragment geben. Hurra. Diese Küstenlinie kommt mir bekannt vor. Südamerika? Sieht so aus. Vermutlich Guatemala. Aber was bedeuten die Spiralen? Keine Ahnung. Aber ich bin sicher, Dr. Hagen wird uns gern einen endlosen Vortrag darüber halten. Schnappen wir uns das Herz und dann nichts wie raus aus dieser. Südamerika klingt gerade ziemlich verlockend. Warte kurz, ich zeichne nur die Karte ab. Ja, dann zeichne du mal.
Der Herr Hagen. Ich führte gerade am Schilde. Haben Sie die andere Hälfte gefunden? Haben wir, aber wie es scheint, ist unsere Reise noch nicht zu Ende. Es gibt noch ein Fragment. Und sehen Sie mal. Spiralen, interessant. Das erinnert mich an die Geschichte der versunkenen... Später, Doc. Verschwinden wir erstmal von hier. Ich hab's ja gesagt. Nach euch, Milady. Gute Manieren bei einem Quartermain? Die Macht des Herzens kennt keine Grenzen. Darfst dich auch beeilen? Ich sag doch, der führt was im Schilde. Was zum Teufel soll das? Wären Sie jetzt so freundlich, mir das Artefakt auszuhändigen, Herr Quartermain? Und denken Sie nicht mal daran, Ihre Waffe zu ziehen. Sonst muss ich Fräulein Goodwins Blut quer über diese alten Mauern verteilen. Hagen Sie, hinterhältiger Verlogener! Herr Quartermain, lassen Sie uns keine Zeit verschwenden. Werfen Sie mir einfach das Artefakt zu, ja? Zu freundlich. Goodwin, nein! So ein mieser Drecksack. Na, Sie warte. Sollten lieber beten, dass Ihre Nazi-Kumpanen Sie vor mir finden, denn was ich Ihnen antun werde... Aber Sie werden mich nicht finden. Unser lieber Hauptsturmführer wusste, dass ich das Reich verraten habe. Doch dank Ihnen ist er jetzt tot. Sie haben eigentlich so ziemlich jeden getötet, der von meinem Verrat wusste. Ich wende mich natürlich gerne wieder an Ihre Behörde, sollte ich Hilfe benötigen. Aber erstmal brauche ich Urlaub. Wie ich höre, soll Guatemala zu dieser Jahreszeit wunderbar sein. Auf Wiedersehen, James. Hagen! Kannst du aufstehen? So. Großartig, genau was wir gebraucht haben. Mehr bewaffnete Vollpfosten.